Der erste Mensch, der jemals Fuß auf einen fremden Planeten setzen wird, ist bereits geboren. Und welcher Planet das sein wird, das wissen wir auch. Es ist unser eiserner Begleiter, der rostrote Mars. Elon Musk will hier schon bald eine Millionenmetropole aufbauen und am liebsten vorher eine Atombombe auf die Polkappen ballern. Warum das gar nicht mal so bescheuert ist, wie es vielleicht klingt, das erfahrt ihr in diesem Video. Wir schauen uns auch an, warum der Mars überhaupt so intensiv erforscht wird, was ihn so besonders macht und wie man ihn selbst beobachten kann, sogar ganz ohne Teleskop. Für mehr spannende Videos über Wissenschaft und Weltraum, abonnier den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Niklas, du schaust die Mindblown University, machen wir uns dran. Dieses Video ist gesponsert von Emma. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, dir eine neue Matratze zuzulegen, dann habe ich jetzt gute Neuigkeiten für dich. Ich habe selber schon lange eine Emma-Matratze, und zwar die Emma One-Matratze, und bin mega zufrieden. Ich schlafe auf der härtesten Liegestufe und seitdem ist kein Hotelbett jemals wieder an die Gemütlichkeit meines eigenen Bettes herangekommen. Das Coole bei Emma ist, der Versand ist komplett kostenlos. Du kannst 100 Tage zu Hause Probe liegen und wenn es dir nicht gefällt, holt Emma die Matratze komplett kostenlos wieder bei dir ab. Ab dem 22. Mai startet der Frühlingssale von Emma. Dort bekommst du bis zum 15. Juni bis zu 40% Rabatt auf eine Menge Produkte und mit dem Code NIKLAS gibt es nochmal 5% obendrauf. Und falls du den Frühlingssale verpasst hast, mein Rabattcode gilt noch viel länger und es wird sicherlich mal wieder coole Angebote auf deren Website geben. Der Code ist gültig für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Also klick jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und nutze den Code NIKLAS bei deiner Bestellung auf emma-matratze.de. Der erste Mensch, der den Mars entdeckt hat, war... keine Ahnung. Das kann man nicht sagen. Wenn man nämlich weiß, wann und wo man am Himmel gucken muss, kann man ihn mit bloßem Auge sehen. Als hellen, rötlichen Punkt. Die ersten Aufzeichnungen über ihn sind etwa 4000 Jahre alt und stammen aus dem alten Ägypten. Jetzt, wenn dieses Video online geht, also im Mai 2023, kann man den Mars ganz gut sehen. Im Juli verschwindet er dann aber erstmal wieder vom Nachthimmel. Ob man ihn sehen kann oder nicht, hängt davon ab, wie Erde und Mars im Sonnensystem zueinander stehen. Am besten lässt er sich zur Opposition beobachten. Das heißt, dass die Erde ziemlich genau zwischen Sonne und Mars liegt. Das passiert gut alle 2 Jahre. Falls du den Beobachtungszeitraum verpasst hast, musst du dich also ein wenig gedulden. Eine Liste, wann du den Mars wieder gut sehen kannst, verlinke ich dir in der Infobox. Aber warum heißt der Mars eigentlich Mars? Mit dem Schokoriegel hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Mars ist der römische Kriegsgott und weil der Planet so blutig rot leuchtet, hat er von den alten Römern diesen Namen bekommen. Andere Kulturen haben ihn ganz ähnlich benannt. Bei den Sumerern hieß er Apin, das bedeutet der, der Zerstörung bringt. Der Mars hat 2 Monde, Phobos bedeutet Furcht, Deimos bedeutet Schrecken. Die beiden passen also ganz gut zum Kriegsgott. Und erst vor kurzem sind die allerersten hochauflösenden Fotos von Deimos veröffentlicht worden. Aufgenommen von HOPE, einer Sonde der Arabischen Emirate. Ja, nicht NASA oder ESA, auch die Arabischen Emirate haben ein aktives Weltraumprogramm. Die Bilder sind wahnsinnig beeindruckend und zeigen uns den kleinen Mond vor seinem großen Planeten. Richtig cool. Wer die beiden Monde entdeckt hat, das wissen wir. 1877 hat der amerikanische Astronom Asaph Hall nach Marsmonden gesucht. Das lief allerdings nicht so gut und er wollte schon längst aufgeben. Seine Frau Chloe machte ihm aber weiter Mut und direkt in der nächsten Nacht entdeckte er Deimos. 6 Nächte später dann Phobos. Dafür, dass Chloe ihren Mann so gut supportet hat, wurde sie Jahrzehnte nach ihrem Tod geehrt. Der größte Krater auf Phobos wurde nach ihr benannt. Er heißt jetzt Stickney, benannt nach ihrem Mädchennamen. Davon hat sie noch ca. 50 Millionen Jahre was, denn entweder zerbröckelt Phobos und wird einen Ring um den Planeten bilden oder er kracht in den Planeten rein. Denn sein Abstand zur Oberfläche wird immer kleiner. Jedes Jahrhundert kommt der Mond dem Planeten Mars knapp 2 Meter näher. Wo wir schon mal dabei sind, wie sieht die Oberfläche des Mars eigentlich aus? Hier gibt es vor allem Steine, Krater und Wüsten. Und alles ist rot. Das, was ihr hier seht, ist aber gar nicht der Mars. Reingelegt, das ist einfach nur ein verrostetes Rohr. Aber der Mars rostet genauso. Daher kommt seine rote Farbe. Denn Marsgestein, das enthält viel Eisen und das ist in den letzten paar Milliarden Jahren verrostet. Der Durchmesser des Mars ist ungefähr halb so groß wie der Erde, aber weil es auf der Erde so viel Wasser gibt, haben beide Planeten in etwa die gleiche Landfläche. Vulkane und andere Gegebenheiten wie Sandstürme haben der Marsoberfläche ganz schön zugetragen. So sind viele spannende Strukturen entstanden. Zum einen der Valles Marineris, das ist ein großes Schluchtsystem, das sich über 4800 Kilometer erstreckt. Das ist circa der Abstand von New York und Kalifornien, also einmal quer durch die USA. Außerdem ist der Mars der stolze Besitzer des größten Vulkans in unserem Sonnensystem. Der Olympus Mons ist circa 3-mal so hoch wie der Mount Everest.
Aber woher wissen wir das alles und woher kommt unser Interesse an unserem roten Nachbarn? Von Anfang an war der Mars für die Menschen etwas ganz Besonderes. Allein die rote Farbe macht ihn schon special. Und als man im späten 18. Jahrhundert seine Oberflächenstruktur beobachtete, dachte man, es gäbe dort eine Zivilisation. Und so träumten die Menschen damals von den Marsmännchen, einer außerirdischen Zivilisation unweit von uns entfernt. Heutzutage wissen wir aber natürlich, dass seine Oberfläche nicht künstlich bebaut wurde. Dafür haben wir aber herausgefunden, dass der Mars vor ca. 3,5 Milliarden Jahren tatsächlich bewohnbar gewesen ist. Seitdem versuchen Forschungsteams herauszufinden, ob es dort jemals Leben gab, gibt oder eines Tages geben könnte. Denn die Erde und der Mars haben so einiges gemeinsam. Uralte Flussnetzwerke, Seebetten, Felsen und Materialien deuten darauf hin, dass der Mars einst mal Wasser an der Oberfläche hatte. Man spekuliert sogar, dass es noch vor 3,5 Milliarden Jahren extreme Fluten gab. Mit der Zeit wurde seine Atmosphäre aber dünner und kälter und so konnte sie das Wasser nicht mehr auf dem Planeten halten. Warum das passiert ist, ist noch gar nicht endgültig geklärt. Ein bisschen von diesem Wasser ist aber heute noch übrig geblieben. Zum Beispiel als Eis in den Polarregionen, dort aber nur unter der Oberfläche. Zusätzlich wurde salziges Wasser entdeckt, welches gelegentlich einige Hänge und Kraterwände runtertropft. Je mehr wir über den Mars und seine Geschichte erfahren, desto besser verstehen wir, wie Planeten nach krassen Klimaumschwüngen altern. Vielleicht kann uns dieses Wissen auch dabei helfen, den Klimawandel auf der Erde und seine Folgen besser zu verstehen. Vor allem, weil der Mars der Erde extrem ähnlich ist. Ein Tag dauert auf dem Mars 24,6 Stunden, also ganz ähnlich wie bei uns. Ein Jahr allerdings fast doppelt so lang mit 687 Erdentagen. Jahreszeiten gibt es hier auch, weil die Rotationsachse ganz ähnlich geneigt ist wie bei uns. Aber auch wenn es so klingt, als wäre der Mars wie geschaffen für menschliches Leben, sieht die Wahrheit doch anders aus. Denn leider können wir in der Marsatmosphäre nicht atmen. Man müsste also ständig einen Raumanzug tragen oder den Planeten terraformen. Das heißt, den Mars so umgestalten, dass Leben dort möglich ist. Praktisch eine zweite Erde schaffen. Ob und wie solches Terraforming möglich ist, erforschen aktuell Labore auf der ganzen Welt. Denn wir sind drauf und dran, Menschen auf den Mars zu schicken. Vorerst nur temporär, später vielleicht auch für immer. Die NASA plant, die ersten Menschen schon in den 2030er Jahren auf den Mars zu befördern. Also, wie würde so ein Leben auf dem Mars aussehen und wie müsste man den Mars dafür verändern? Zuerst müsste man den Mars erwärmen, soweit das flüssiges Wasser an der Oberfläche möglich wird. Aber wie? The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. Yep, das hat Elon Musk ernsthaft gesagt. Er will Atombomben auf die Polarregion des Mars ballern, damit sich der Planet erwärmt. Kennt ihr das, wenn in den Superheldenfilmen der Bösewicht so seinen Plan erklärt? Fühlt sich irgendwie so an. Absurd ist der Plan definitiv, aber komplett aus der Luft gegriffen wiederum nicht. Die Idee dahinter? Durch die Hitze der Explosionen würden große Teile des Eises an den Polen verdampfen, Wasserdampf und Kohlenstoffe würden die Erwärmung antreiben und beides sind ja Treibhausgase und dann Treibhauseffekt. Ganz ähnlich wie sich aktuell die Erdatmosphäre aufwärmt, könnte man so auch die Marsatmosphäre aufheizen. Laut Musk wäre das die schnellste Methode. Wenig überraschend warnen einige Studien aber vor dieser Idee. So ein Eingriff könnte auch verdammt schlecht enden. In einem sogenannten nuklearen Winter. Dabei würde so viel Staub und andere Partikel aufgewirbelt, dass eine große Menge an Sonnenlicht völlig ausgeblockt wird. Dadurch würde der Planet sogar noch weiter abkühlen, anstatt sich zu erwärmen. Es gibt aber noch einige weitere kuriose Ideen, wie man den Mars terraformen könnte. Und welche Herausforderungen eine Zivilisation dort bewältigen muss, darüber rede ich in meinem aktuellen Buch Fast alles einfach erklärt. Link dazu in der Videobeschreibung. Und wenn du dir mal ein Video über das Terraformen wünschst, dann schreib mir gerne einen Kommentar. Bis zum heutigen Tag wurden 50 Raumfahrzeuge zum Mars geschickt. Sonden, Rover oder auch nur geplante Vorbeiflüge. Die Mariner 4-Sonde machte im Juli 1965 bei einem Vorbeiflug die ersten Close-Up-Fotos des Planeten. Aktuell befinden sich 9 Missionen auf dem Mars oder in seinem Orbit. Dabei ist NASAs Mars Odyssey die am längsten anhaltende Mission. Der Orbiter ist schon seit 2001 in der Umlaufbahn und arbeitet an einer Verteilung der chemischen Elemente und Mineralien auf der Oberfläche des Planeten. Außerdem ist der Orbiter wichtig für die Kommunikation mit den Rovern auf dem Mars. Einer dieser Rover heißt Curiosity, habt ihr bestimmt schon mal gehört, der ist seit 2012 unterwegs und sucht nach Spuren von Leben. In seiner Freizeit macht er Selfies und singt sich selbst Geburtstagslieder.
Kleines Aber an der Stelle, Anfang 2023 ist eine Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass die Messgeräte von Curiosity vielleicht viel zu schlecht sind für diese Aufgabe. Das wäre natürlich extrem blöd. Mehr über diese bisschen peinliche Nummer habe ich in einem MBO-News-Video erzählt, Link dazu hier oben oder in der Infobox. Der neueste Bewohner des Mars ist NASAs Perseverance Rover. Der sammelt seit 2021 Gesteinsproben, die später zurück zur Erde gebracht werden sollen. Eventuell könnte man so herausfinden, dass es hier bakterielles außerirdisches Leben gibt, was eine bahnbrechende Entdeckung wäre. Es sind auch schon weitere Missionen zum Mars geplant. Zum Beispiel will Japan 2024 eine Mission starten, um Proben auf dem Marsmond Phobos zu sammeln. Und die NASA will weiter verstärkt daran forschen, wie und warum der Mars seine Atmosphäre verloren hat. Ihr seht, der Mars begeistert die Menschheit also nicht umsonst seit Jahrtausenden. Vielleicht wird er eines Tages sogar unser neues Zuhause. Für mehr Mindblowing-Videos über unser Sonnensystem, check gerne die Playlist aus. Und wenn du dich dafür interessierst, wie weit Mars und Erde auseinander entfernt sind und wie man das mit einem Globus und einem Fußballstadion darstellen kann, dann check gerne dieses Video hier von mir aus. Das ist auch sehr nice geworden. Und damit bis zum nächsten Video. Ciao.